Ja, heute hat Bernhard Häusler sicher noch mal einen FCB-Match als Präsident geniessen. Seine Mannschaft hat nämlich daheim den Aufsteiger Lausanne empfangen. Und das klingt nach einer dankbaren Aufgabe, zumal Lausanne die letzten 10 Matches allesamt nicht hat gewinnen können. Aber Achtung, die letzten 2 Spiele gegen Lausanne, die hat der Meister erst in der Nachspielzeit für sich entschieden. Die Stärkeverhältnisse zwischen Basel und Lausanne auf allen Ebenen augenscheinlich, auf dem Matchblatt und auch auf der Tribüne. Aber eben Basel zuletzt mit viel Mühe gegen den Aufsteiger. FCB-Trainer Urs Fischer deshalb mit einer klaren Forderung. Auf den letzten 25 Metern müsse sein Team zulegen. 6. Minute, ein erster Versuch, dies umzusetzen. Luca zu viel schöner Seitenwechsel. Renato Steffen Muster gültig auf Dumbia und der macht ihn tatsächlich nicht. Kurios, kurioser Dumbia, was für eine Szene. Der Ivora ersetzt den erkrankten Andras Porra und rechtfertigt seine Nomination noch nicht. Die Startphase attraktiv, auch dank dem Aufsteiger. Lausanne kommt mit Campo, dem Ex-Basler. Oh, Cololi mit bemerkenswert viel Platz, mit bemerkenswerter Technik. 1:0 Lausanne, 9. Minute. Da war sie wieder mal, die Wattländer Offensivmaschinerie. Cololi selbst steht nicht im Abseits. Und das Tor, das macht er dann einfach richtig stark. Gibt's nach dem angekündigten Abgang der Führungsetage nun den zweiten Schock für den FCB? Nun ja, von Schockstarre bei den Spielern nichts zu sehen. Nur 2 Minuten nach der Führung, El Younoussi, wieder Dumbia und nun macht er ihn, der FC Basel, mit der bestmöglichen aller Reaktionen auf einen Gegentreffer. Sedou Dumbia mit Saisontreffer Nummer 11. Es ist ein munteres Hin und Her. Entsprechend nun wieder Lausanne. Und wieder wird's richtig gefährlich. Thomas Schwarzlik, unter der Woche noch mit Grippe im Bett, zeigt, dass er sich bestens auskuriert hat. Sehr zum Leidwesen von Jérémy Manier. Lausanne steht gewohnt hoch, kann so von solchen Fehlpässen profitieren. Nassim Ben Khalifa auf und davon. Ja! Es ist nicht viel zu sehen von der Krise beim Underdog. Ben Khalifa tankt sich durch, hat dann aber nicht die Ruhe für einen präzisen Abschluss. Der nächste mit einem Solo, Lausanne Cololi. Irregulär gestoppt von Akanji. Freistoß, 39. Minute. Samuele Campo und der macht das wunderbar. Herrlich getretener Freistoß. Erneute Führung Lausanne. Mit Zug knapp über die Mauer ins Eck. Da gibt es gar nichts zu halten für Watzlik. 2:1 Pausenführung für den Außenseiter. Und das nicht unverdient. Die Kadenz auch zu Beginn der zweiten Hälfte hoch. Basel legt sofort los. Luca Zufi mit einem ersten Warnschuss. Und alle Achtung, der hätte gepasst. Thomas Castella aber kratzt ihn noch. Basel baut nun mächtig Druck auf. Thauland Xhaka, der Nächste, der sich in der Rolle als Torschütze versucht. Celestinis Team führt mal wieder gegen Basel, will diese Führung im dritten Match aber endlich über die Zeit bringen. Und diese Szene hilft dabei. Akanji fault Ben Khalifa im 16er. Klare Sache, Penalty. Benjamin Cololi und der Mann, der hat mal Selbstvertrauen, frech mal eben einen Panenka hingelegt. 3:1 Lausanne und das in einer Druckphase des FCB. Diese Druckphase soll weitergehen mit einer zweiten Sturmspitze, Janko im Spiel. Er wird sofort gesucht und schon trifft er. Zählen tut's aber nicht und das zu Recht, der Österreicher im Offside. Nächster Angriff. Es geht hier so richtig ab heute. El Younoussi. Und da ist er nun aber wirklich, der Basler Anschluss. Und dieser ist korrekt. Dumbia fälscht zwar ab, steht dabei aber in regulärer Position.
Lausanne gegen Basel, das bedeutet in dieser Saison immer große Emotionen. Und es hört einfach nicht auf. Zwei Minuten nach dem Anschluss der Ausgleich. Ja, geht das denn schon wieder los aus Lausanner Sicht? Basel belohnt sich für seine Bemühungen. Torschütze Manuel Akanji, er, der zuvor noch den Penalty verschuldet hatte. Es ist die intensivste Phase einer auch sonst hochintensiven Partie. Nächstes Beispiel gefällig, bitteschön. Riesentat von Castella im Lausanne-Tor. Er hält mit seiner Reaktionsgabe sein Team im Spiel. Für Lausanne geht es jetzt nur noch darum, irgendwie das Unentschieden zu halten. 84. Spielminute. Und es geschieht doch tatsächlich schon wieder. Täglich grüßt der späte Gegentreffer. Ganz bitter diese Pille für Lausanne. Torschütze der Joker, der Österreicher Marc Janko. 4:3. Was für eine verrückte Partie. Was für eine verrückte Aufholjagd. Was für eine verrückte Serie. Zum dritten Mal hintereinander dreht der FC Basel ein Spiel gegen Lausanne. Wieder in den Schlussminuten. Ja, das ist wirklich gemein aus Lausanner Sicht. Und bei so einer bitteren Serie tut sogar der Gegner bedauern. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber für Lausanne tut es mir jetzt mittlerweile fast ein bisschen leid, dass sie die letzten Spiele gegen uns immer so kurz vor Schluss verloren haben. Natürlich für uns bin ich sehr, sehr froh, aber ich wünsche der Mannschaft alles Gute. Es ist eine junge, gute Mannschaft und ich wünsche weiterhin alles Gute. Das war richtig schwierig heute. Wir haben viel investiert nach dem 3:1, haben wir aber zu sehr nachgelassen. Wir wissen ja, dass Basel die Qualität hat, um noch zu reagieren und das hat sich einmal mehr für sie ausbezahlt. On sait que Ball a de la qualité devant et ils ont fait des changements et ça a payé et puis c'était difficile. Ich glaube, da sieht man, was die Mannschaft für eine Einstellung hat. Ich glaube, nach der Runde gestern, ja, es verleitet dann eben. 14 Punkte Vorsprung, du weißt, hast noch ein Spiel. Aber die Mannschaft hat vielleicht die erste Halbzeit ein bisschen verschlafen, aber in der zweiten Halbzeit hat sie die absolut richtige Antwort gegeben. Für mich nicht viel denkt, dass wir etwas holen da. Jetzt sage ich, es ist ein bisschen spät. Jetzt verlieren wir 4:3. Aber wir sehen, wenn wir das Spiel spielen, das wir immer spielen, ist immer etwas möglich. Und auch hier in Basel. Danke.